erschreckt er sich schon da Huren. Ich würde mal sagen, als erstes gehen wir mal überall durch und reden mal mit dem. Ja, voll, da wollte er ja mit mir kämpfen, gell? Ich bin ein bisschen geschwächt, Havara. Ich wollte nur mal ganz kurz wieder rauf und dann wieder runter. Wir wollten nur ganz kurz gratulieren, ob da jemand da ist oder nicht. Aber super. Na gut. Ich glaube, normalerweise kämpft er jetzt, glaube ich. Ja. Ist es nicht sogar noch in dem Teil so, dass er uns fragt, ja oder nein? Okay. Ey, bild mal ein, da haben wir immer gekämpft. Ich habe mir das fest einbildet, jetzt kommt der ein oder andere Kampf zwischen uns beiden. Schade. Aber ich gehe jetzt einmal durch, rede mal mit dem einen oder anderen. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere irgendwas für uns. Weil ich weiß, zum Glück, irgendeinen alten Markt gibt es in irgendeiner Hütte, wo man dann zum Beispiel auch in den Untergrund kommen können. Und meiner Meinung nach, gerade auch von früher her, du musst. Das ist ein richtiges Muss. Da schau, Finsterball. Das ist einfach von früher so ein richtiges, wunderschönes Muss. Du gehst überall in die Hütte rein, in jede einzelne Stadt und alles drum und dran. Und musst da mal ein bisschen mit den ganzen Leid quatschen, die es zu sehen ist. Manchmal freue ich mich halt nur einfach so, da kommt ein fremdes Kind einfach mal in deine Bude rein. Ja. Dass einmal keiner irgendwann einmal was sagt, so wie, du Digi, was machst du da? Schleich die aus. Aber ohne Spaß, so, schleich die aus, das ist mein Hit, verpiss dich, irgendwas in der Richtung, so, was machst du da, Havara? Das wär's, Alter, das wär's. Bist du eppert, Alter? Mach Holo. Wenn du ein Maschok hättest, dann hätte ich dann wenigstens ein Machomai, oder? Dann wär's Bombe. Dann wär's richtig nice, aber das, da hab ich ja keinen Vorteil draus, oder? Da hab ich ja keinen Vorteil. Außer das Macholo hat eine bestimmte Attacke. Ja, aber Abra, Alter, was der, oder? Wie Glück du haben musst, dass du Abra fangst. Ohne dass er gleich den Teleporter ersetzt. Ich glaube, ich schau mal später wieder bei ihm vorbei. Ein Zubat, Alter, ein Zubat steht auch auf meiner Liste. Ja, Zubat kannst du mal vergessen, Havara. Zubat kannst du vergessen. Steht nicht auf meiner Liste. Ihr kommt erst an die Liste dran, oder wenn ich dann nochmal fertig bin. Mit der Story. Weil da gehe ich dann wieder alles komplett von neu durch. Ah, ganz ein hübscher Kerl. Gleich hinterm Tresen. Bang! Was? Was? Voll? Hat die Alte jetzt was Neues? Das wär's. Ja, wenigstens schon mal ein Heilball. Heil! Heilball, Netzball, sehr gut, super Tränke. Ich schau noch allgemein, ob man. Na, okay, brauchen wir nichts. Okay, pass. Wollte nur mal kurz sicher gehen, ob man nicht doch vielleicht sogar irgendwas gebrauchen könnten, etc. Aber eh nicht einmal. Mhm, weil jeder glaubt, das ist so ein Juxel. Oben haben wir dann auch noch eine kleine Spielwiese. Da würde ich gerne den einen oder anderen Kampf auch mal gern starten. Ich frage mich, ob ich das mit dem Untergrund überall machen kann oder nur in der Mine. Würde mich jetzt volle Wäsche interessieren. Aber normalerweise, ich glaube, ich war das ja nur in der Mine. Bild ich mein. Kann ich da dazwischen? Das wär's. Das wär's aber voller Wäsch. Ich glaube, im Pokémon Center habe ich noch nicht mit jedem geredet. Bild ich mal jetzt ein. Ich glaube, ich habe nicht mit jedem geredet. Nein, ich glaube nicht.
Wenn das jetzt ein schillerndes Pikachu gewesen wäre. Schau mal noch hintere. Fum. Und jetzt schon mal das Pikachu schon gefladert. Auf Team Rocket Style. Hi. Und tschüss. Würde mich jetzt aber wirklich interessieren. Würde gerne mal mit ihm reden. Was der zum Sagen hat. Ich hab nicht einmal mit ihm geredet, aber okay, ja, wow, super Tipp. Gefällt mir, Bruder, gefällt mir. Na, bei Let's Go zum Beispiel hat er ja extra explizit so nachgefragt, so, hast du Wasser-Pokémon, hast du Feuer-Pokémon oder hast du dies, das, jenes? Ich hab immer gedacht gehabt, okay, vielleicht sagt er irgendwas anderes, irgendwas Neues oder sonst was. Oh, die Musik ist so geil. Einmal so ein, zwei Runden auf alle Fälle. Vielleicht treffen wir auch auf irgendein neues des Wehrs. Das wir davon noch nicht gehabt haben. Oder allgemein auch ein bisschen als Training. Okay, ja. Wow, Level 7. Da haben wir ja schon was gehabt mit 14. Das ist ein Unterschied. Das ist definitiv ein Unterschied. Aber, da könnte ich ein bisschen, gerade wenn wir jetzt gegen Klein stehen, sollte ich hier den... Oder was? Na, E-Steigerungshieb, damit er ein bisschen mit seinen Angriffen noch stärker wird. Damit sie sich immer wieder ein bisschen erhöhen. Schon mal ganz, ganz wichtig. Und die anderen müssen auch ein bisschen leveln. Gehört auch dazu. Weil ich werde den einen oder anderen definitiv sicher noch brauchen, dann in der einen oder anderen Arena. Wenn es nicht Elektro ist, dann ist halt Flug oder was auch immer. Ich will aber trotzdem 2-3 Runden jetzt mal ganz kurz kämpfen, in der Hoffnung, dass ich ja doch vielleicht ein anderes Pokémon treffe, nur für die Statistik her, für den Pokédex. Und damit er auch den Steigerungshieb noch ein bisschen besser verfeinert. Die haben alle so Klick, Alter, wie mit ihrer scheiß Robustheit, Alter. Aber Steigerung von den Angriffen, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Irgendwas habe ich nur mitgekriegt, so am Rande, dass es sowas wieder geben wird wie diese Bonbons oder irgendwas. Nicht Sonderbonbons, wo du da Levelaufstieg hast, sondern was ganz anderes. Wie bei Let's Go zum Beispiel, dass du wieder die Attribute explizit wieder steigen kannst mit so Bonbons oder irgendwas in der Richtung. Gab's da. Irgendwas in der Richtung habe ich da mitgekriegt gehabt. Bin definitiv gespannt. Und in der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwo, weil wir haben es noch nicht getroffen gehabt, damit ich schauen kann, wo unser vierter Kandidat im Team dabei ist. Ich habe es ja leider schon verraten, es ist ein Wasser-Pokémon. Ist dann nicht mehr so schwer zu erraten. Also, ich sage es jetzt nur nochmal dazu explizit. Ich nehme ja nur die von der aktuellen Generation, also von der vierten Generation, nehme ich dann halt auch nur von der vierten Generation welche. Ins Team, ins fixe Team. Also, wenn wir das mal mit nationalen Pokédex und alles drum und dran dann machen würden, ja, dann schaut es mal wieder ganz, ganz anders aus. Also, wenn du hier Kleinstein-Shiny-mäßig also, der Rate erhöhen möchtest, ich glaube, das ist hier perfekt. Das ist hier definitiv perfekt. Ich finde es so ungewohnt eigentlich, Pokémon mit Musik zu hören. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe es zwar eh auch bei Galar-Edition, weißt du. Da war auch nicht immer diese gleiche Musik, weißt du? So wie früher. Oh, Shinox, Digi! Sehr schön, feines Ding, feines Ding. Aber ich glaube, der braucht jetzt, glaube ich, bis Level 20 oder 5, ich glaube, so irgendwas in dem Dreh herum, 24, 25, irgendwas braucht er so in dem Dreh herum, bis der mal levelt. Der braucht ein bisschen länger. So schüchterner, was der? Boah, da kann man sich schon mal ein bisschen zappzerab machen, oder?
Ach, er schaut ja so schön aus. Bumm, weg ist er. Und dann fladerst der, kommst ein, zwei Wochen später. Ja, ich hab da was ausgegeben, das ist viel wert. Was gibt's das machen? Wow, wow, einfach nur herzliches Willkommen. Aber wieder Ride Racing. Mit irgendwem muss ich reden. Vielleicht sind wir eh da schon relativ dicht nah. Irgendwie muss ich reden, damit ich endlich die Ausrüstung kriege. Oder vielleicht kann es auch sein, dass es woanders ist. Aber trotzdem, immer wieder für alle Fälle. Geht man mal durch, redet man mit den einen oder anderen. Vielleicht hört ja irgendwer was. Schaut aus, oder wie wird teuer. Hast du die schwarzen Gürtel und die braunen? Okay, da bist du aber da, der gute Karate-Kid. Wenn nur die braunen Gürtel, pff. Oh, der Alte schaut schon mal verdächtig aus. Und dann hätte ich es von Klammbuben gekriegt, das wär's jetzt. Ja, du, viel Spaß aber. Das wäre es jetzt gewesen, aber das wäre es jetzt volle Wäsche gewesen. Nein, ich hätte schon was gekauft. Oder es ist dann wirklich in einer anderen Stadt. Kann ich auch sagen. Ich hätte mir gedacht gehabt, Erzelinge. Na ja, man hat die ganze Zeit fest eingebüht in der Stadt. Aber mit dem Bo. Na, glaube ich gar nicht. Red man nur noch mal ganz kurz Pokédex, Pokémon Center mit. Bist du, oder was ist denn der bitte für ein Brünn, oder? Die Brünn ist genauso groß wie sein ganzer Schädel, oder? Haberer. Da bist du deppert, der Arme. Der hat Aschenbecher. Der hat richtige Aschenbecher. Der Arme, Alter, tut mir jetzt schon leid. Trotzdem, nur mal für alle Fälle. Sonst gehe ich einfach weiter, ohne irgendwas. Raytracing, dim. Muss aber trotzdem. Ja, wir haben noch ein bisschen was. Ja, sehr faszinierend. Ja, sehr. Oh, Höhen! Oh! schön. Oh! Wenn ich das schon sehe. Ja, wenn ich schon sowas sehe, muss ich gleich da durchgehen. Weil da haben wir da gleich irgendwann. Der schenkt mir gleich was, ein super Tag. Sehr gut. Das ist ein feines Ding. Ah, da könnt's aber auch. Das ist jetzt die letzte Station. Ach! Ja, dann wird's woanders sein. Ja. Weil innen drin haben wir ja auch mit jedem geredet. Ich rede nur ganz kurz nochmal mit ihr. Dass ihr zeigen könnt, dass ich einfach nur an ihm vorbeilaufe und tschüss, Papa. Jetzt müssen wir aber auch Zertrümmer. Jetzt brauchen wir eigentlich wieder Zertrümmerer. Normalerweise. Ich denke mal gerade so, okay, spricht mich jetzt irgendeiner an oder was ist jetzt los? Steigerung 7 für die Angriffe, weil ich dann wieder ein richtiger Badass Motherfucker werde mit den Angriffen.
Ja, machen wir wieder ein bisschen Wüste, ne, sicher. Und wie. Wie wühnet. Ja, doch, kommt das Gätze gleich mal aus. Es wär's mal wieder gewesen. Von ihm haben wir den Zertrümmerer gehabt, oder? Ja, sicher. Dann werde ich das gleich mal ausprobieren. Weil ich weiß, den Zertrümmerer. Mal sehr, sehr schön. Dem. Auch ganz, ganz wichtig. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt fix auch noch. Okay, passt. Aha, okay, ja, dann tun wir es einmal anwenden, ja. TM wurde aktiviert. Passt. Nehmen wir es einmal. Au. Stargießen, ja. Ich will nicht Vampiro jetzt die ganze Zeit mit irgendwas vollfüttern, weißt du, was ich meine? Ja, gehen wir einmal Tempo. Tempo-Hieb kommt einmal weg. Ja, tut jetzt gerade ein bisschen weh. Tut jetzt gerade wirklich ein bisschen weh. Aber was soll's. Kann man halt leider nichts machen. Solange er wenigstens dann den Zertrümmerer hat. Ist schon wichtig. Ist schon wichtig. Aber dafür könnte man sich jetzt einmal auch die Animation anschauen vom Zertrümmerer. Natürlich einmal als erster Steigerungshieb, weil das muss schon ein bisschen drin sein. Weil, hallo. Ich glaube, ab Level 6 haben sie erst die Eigenschaft, oder was? Dann müssen wir gleich mal da aufschauen. Bin gleich mal gespannt. Was? Ein Videos mit dir Hä? Also, mit dir habe ich das nicht erlernen müssen. Okay. Willes Petiza, was einfach da mal so in der Ecke herumkauert. Komm mal her. Ja, das ist dann praktisch. Das ist dann definitiv praktisch. Aber wieso sollte ein fremdes Petiza oder ein wildes Petiza nie helfen? Also. Ich weiß nicht. Ich frage mich so halt nur, warum sollte mir gerade die. Gerade würde es mir helfen. Wir sind einmal selber zum Helfen. Ich war so erschreckt, oder bist du eben so eine Missgeburt? Ja, tun wir mal Graz vor ja auch, wollen wir ja auch mal. Oh, verfehlt, das will ich jetzt aber auch nicht mehr sehen, gell, Havara. Havara! Also, wenn das jetzt dauerhafter Zustand. Also, okay, es kann aber sein, wenn er zupert. Hat er nur Staunen oder was ist da los? Der einzige Attacker, was der bis jetzt da erstaunt, oder was? Der leckt mir was. Ja, mach einmal, Digi, mach einmal. Oh, sehr gut. So, dann haben wir sie dann mal mit dem Ballen. Blitz! Okay. Frage mich zwar, ob man das auch wirklich braucht, aber. Blitz? Wie viel hat man? Oh, nur eins. Und nicht einmal wirklich nur die dunklen Orte, gell? Na, schade. Ich hätte es gleich mal Scheinungsgame, muss ich dazu sagen. Ich hätte es voll auf Scheinungsgame. Wenn das auch eine richtige geile Attacke gewesen wäre, bis der. Wäre schon Maschala. Na, hallo, Pupa. Servus, grüß dich. Machen wir gleich mal her, Alter. Ja, müssen wir jetzt nur ein bisschen stärker werden, aber wird schon passen. Komm. Ah, nicht ganz. Ah. Und let's go. Ach, die Flinke. Die habe ich schon wieder vergessen.
Jetzt bin ich aber gespannt, wie stark die ist. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Was machst denn du überhaupt da, hä? Okay. Ich hätte mir jetzt wirklich da angekommen, aber da haben wir jetzt erkämpft oder sonst was. Madel, also, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von dir. Hier haben wir da gehabt, da haben wir jetzt einmal einen Beachfire, dieses, jenes, etc. Ah, Enter! Hallo! Ich würde mal als erstes den Steigerungshieb machen und dann den Zertrümmerer. Weil ich will unbedingt einmal den Zertrümmerer sehen, aber Steigerungshieb ist einmal wichtiger, nur vom Angriff her. Geht schon, werden wir schon überleben, oder? Scheiß dir nicht an, aber. Scheiß dir nicht an. So gleich starker Lilly. Man hat fast gar keine Punkte gekriegt, aber starker Lilly. Allein schon der Name, Lilly. Oh, Digi! Auch schon Level, da schau, da schau, Alter, Brudi! Brav! Oh, starker Lilly. Und jetzt, Starvia, gib mir ein bisschen Wodka. Perfekt. Wah, wie der Hintergrund scheiße ausschaut. Sei mir nicht böse, aber diese Streifen dahinter, na, das. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich gerade bei sowas birgenlig, aber das schaut nicht gut aus. Das kannst du mir nicht erzählen, dass da jemand gesagt hat, so welche Striche, dann gibt es ja Hutstriche weg, dann schaut es wenigstens noch was aus. Irgendwie. Also diese Striche. Die gehen wir mal. Ich mach das jetzt einfach scheiß drauf. War hier wieder klar. Aber meine These war dann nicht erfüllt. Weil die Wesenssachen sind ja sowieso gleich von der Geburt an. Wenn sie ausschlüpfen aus dem Ei. Ich hab mir nur gedacht, so, okay, der hat das Licht. Der wird wahrscheinlich aber einen anderen Wesenstyp dann gehabt haben. Definitiv. Der muss dann quasi ein anderes Wesen gehabt haben. Ich glaube, das andere Wesen von ihm ist ein bisschen eine erhöhtere Verteidigung oder irgendwas. Bild ich mein. Irgendwas in dem Dreh ist da. Geht's gerade einmal einen Meter oder kannst schon wieder gegen den nächsten kämpfen. Sehr gut. Standard-Clude und tschüss. Ich flink, glaube ich mal wieder, wie langsam bist du, Havara? Geht super, das ist einer der schnellsten, aber dennoch. Wie langsam bist du, Havara? Das kann ich mir aber nicht so. Das können wir nicht. Nein. Da muss jemand an sein Tempo arbeiten. Ein bisschen eine schwere Geburt mit der Steuerung.